Kapitel 13, Abschnitt 6. Das Zeugnis der Wunder. Ja, ihr seid in der Tat gesegnet. In dieser Welt jedoch erkennt ihr das nicht. Aber ihr habt die Mittel, es zu lernen und ganz klar zu sehen. Der Heilige Geist bedient sich der Logik ebenso leicht und gut wie das Ego, nur sind seine Schlussfolgerungen nicht wahnsinnig. Sie gehen in eine genau entgegengesetzte Richtung und zeigen so eindeutig auf den Himmel, wie das Ego auf Dunkelheit und Tod zeigt. Wir sind einem Großteil der Logik des Ego gefolgt und haben seine logischen Schlussfolgerungen gesehen. Und nachdem wir sie gesehen haben, ist uns klar geworden, dass sie außer in Illusionen nicht gesehen werden können, denn nur dort scheint ihre angebliche Klarheit klar gesehen zu werden. Wir wollen uns jetzt abwenden von ihnen und der einfachen Logik folgen, mit der der Heilige Geist die einfachen Schlussfolgerungen lehrt, die für die Wahrheit sprechen und nur für die Wahrheit. Wenn ihr gesegnet seid und es nicht erkennt, so müsst ihr lernen, dass es so ist. Erkenntnis wird nicht gelehrt, aber ihre Bedingungen müssen erworben werden, denn diese sind es, die weggeworfen wurden. Ihr könnt segnen lernen und könnt nicht geben, was ihr nicht habt. Wenn ihr also Segen gebt, so muss er zuerst zu euch gekommen sein. Und ihr müsst ihn auch als euren akzeptiert haben, denn wie sonst könntet ihr ihn verschenken? Deshalb bieten Wunder euch das Zeugnis an, dass ihr gesegnet seid. Wenn das, was ihr anbietet, vollständige Vergebung ist, dann müsst ihr die Schuld losgelassen haben, indem ihr die Versöhnung für euch angenommen und gelernt habt, dass ihr schuldlos seid. Wie könntet ihr lernen, was für euch getan worden ist, ohne dass ihr es erkanntet, wenn ihr nicht tut, was ihr zu tun hättet, wenn es für euch getan worden wäre? In einer Welt, die aus Verleugnung gemacht und ohne Richtung ist, ist ein indirekter Beweis für die Wahrheit vonnöten. Ihr werdet die Notwendigkeit hierfür wahrnehmen, wenn euch klar wird, dass Verleugnen die Entscheidung ist, nicht zu erkennen. Die Logik der Welt muss daher zu nichts führen, denn ihr Ziel ist nichts. Entscheidet ihr euch, nichts zu haben, zu geben und zu sein als bloß ein Traum, dann müsst ihr eure Gedanken ins Vergessen lenken. Und wenn ihr alles habt, und gebt und seid und das alles verleugnet worden ist, dann ist euer Denksystem vor der Wahrheit verschlossen und völlig von ihr abgetrennt. Dies ist eine wahnsinnige Welt und unterschätzt ja das Ausmaß ihres Wahnsinns nicht. Es gibt keinen Bereich eurer Wahrnehmung, den er nicht berührt hat, und euer Traum ist euch heilig. Deshalb hat Gott den Heiligen Geist in euch gelegt, dorthin, wo ihr den Traum hinlegtet. Sehen ist immer äußerlich. Wären eure Gedanken gänzlich von euch, dann wäre das Denksystem, das ihr gemacht habt, ewig dunkel. Die Gedanken, die der Geist des Gottessohnes projiziert, haben all die Macht, die er ihnen gibt. Die Gedanken, die er mit Gott teilt, sind jenseits seiner Überzeugung, diejenigen aber, die er gemacht hat, sind seine Überzeugungen. Und diese sind es, nicht die Wahrheit, die zu verteidigen und zu lieben er beschlossen hat. Sie werden ihm nicht genommen werden. Sie können aber von ihm aufgegeben werden, denn die Quelle, die sie aufhebt, liegt in ihm.
Es gibt nichts in der Welt, das ihn lehrt, dass die Logik der Welt total wahnsinnig ist und zu nichts führt. Doch in ihm, der diese wahnsinnige Logik gemacht hat, ist einer, der weiß, dass sie zu nichts führt, denn er weiß alles. Jede Richtung, die euch dorthin führen würde, wohin der Heilige Geist euch nicht führt, geht nirgendwo hin. Alles, was ihr verleugnet, das er aber als wahr erkennt, habt ihr euch selbst verweigert, und daher muss er euch lehren, es nicht zu verleugnen. Das Aufheben ist indirekt, genauso wie das Tun. Ihr wurdet nur erschaffen, um zu erschaffen, und weder um zu sehen, noch um zu tun. Das sind nur indirekte Äußerungen des Willens zum Leben, der durch die kapriziöse und unheilige Laune von Tod und Mord, die euer Vater nicht mit euch teilt, blockiert worden ist. Ihr habt euch selbst die Aufgabe gestellt, mit anderen zu teilen, was sich nicht teilen lässt. Und solange ihr denkt, es sei möglich, dies zu lernen, solange glaubt ihr all das nicht, was tun zu lernen möglich ist. Der Heilige Geist muss deshalb seine Unterweisung damit beginnen, dass er euch zeigt, was ihr niemals lernen könnt. Seine Botschaft ist nicht indirekt, doch muss er die einfache Wahrheit in ein Denksystem einführen, das so verdreht und so komplex geworden ist, dass ihr nicht sehen könnt, dass es nichts bedeutet. Er schaut lediglich dessen Fundament an und verwirft es. Ihr aber, die ihr nicht aufheben könnt, was ihr gemacht habt, könnt nicht durch es hindurchsehen. Es täuscht euch, weil ihr beschlossen habt, euch selbst zu täuschen. Wer sich entscheidet, sich täuschen zu lassen, wird bloß direkte Ansätze angreifen, denn sie scheinen unberechtigt in die Täuschung einzudringen und zum Schlag gegen sie auszuholen.